Und direkt wieder zurück bei Let's Play The Legend of Zelda Skyward Sword. Ach ja, wo geht's denn jetzt hin? Theoretisch könnten wir direkt zu dem Ort hingehen, wo der Wolkenvogel gefangen ist, aber da kommen wir ja sowieso nicht rein. Also von daher, naja, gut. Ich weiß ja jetzt schon, wo wir hin müssen. Also nehme ich uns ein bisschen Arbeit ab. Und geh einfach mal hier hin. Hüpp. Moment, nee. Das machen wir anders. Ich nehme jede kleine Zwischensequenz mit, die ich finden kann. Und ich kenne hier eine, die... Naja, okay. Es ist zumindest eine kleine Zwischensequenz. Nein, nicht daneben. Springen. Ah. Link, du Idiot. Nein, nicht... Ich mach das nicht mit Absicht. Link schon. So, jetzt guck in die richtige Richtung. Ja, so, sehr schön. So. So, und jetzt... Hey, Link! Hier sind wir. Wir sprechen gerade von deinem Wolkenvogel. Komm her. Okay, alles klar. Ja, das war einfach so eine Szene. Das Tor da hinten ist nämlich jetzt repariert und man hätte jetzt von da oben zurückkommen können. Und dann wäre man zurück zur Ritterschule gegangen. Moment, Meister Tüter befindet sich gerade in Geporas Büro. Das will ich mir kurz ansehen. Vielleicht gibt es da noch eine kleine Zwischensequenz, die ich verpasst habe. Ich muss es wissen. Gerade hier am Anfang versteckt sich so viel. Und ich glaube, ich habe auch erst die Hälfte gefunden, was sich so versteckt. Ich habe, glaube ich, auch gar nicht gezeigt, dass man die Frau, die Mensafrau auch abwerfen kann. Zweimal. Also mit Krügen abwerfen. Und dann wird die halt extrem sauer. Und will, dass wir von der Schule fliegen. Aber das wollte ich nicht zeigen. Tut mir leid. Ah, tatsächlich. Die unterhalten sich gerade. Cool. Der Beginn der Vogelreiterzeremonie wurde verschoben, damit du deinen Wolkenvogel suchen kannst. Eine gute Nachricht, was? Oh ja, das ist eine sehr gute Nachricht. Hallo Link, hast du deinen Wolkenvogel gefunden? Was, Bardo? Das sieht diesem Burschen ähnlich. Direktor, wenn das wahr ist, könnte sich das als sogar als Vorteil für uns erweisen. So kann er sich immerhin nicht beklagen, wenn sich der Anfang der Zeremonie verspätet. Hm, da ist etwas dran. Hör mal, Link, du hast gehört, was dein Lehrer gesagt hat. Suche deinen Wolkenvogel und mach dir keine Sorgen. Alles klar. Ich will mich jetzt auf den Stuhl setzen. Sitzen! Hey! Och, Menno, ich hätte jetzt gehofft, dass wieder so eine tolle kleine Szene kommt, wie bei dem Lehrer. Ich meine, ich sitze hier auf dem Stuhl vom Schuldirektor, das... Okay. Naja, gut. Ich musste mich ausruhen, weil, so angestrengt nach meinem Wolkenvogel gesucht habe. Ich habe meine Gründe gehabt. Und ich kann immer noch nicht in dieses Zimmer rein. Das ist schade. Na gut. Na ja, dann gehen wir halt jetzt endlich zu Coco und reden mit dem. Ich habe schon wieder so viel Zeit verschwendet. Das ist unglaublich. Ah, ich bin einfach gut. Im Zeitverschwenden. So, Coco, was gab's denn? Gut, dass du hier bist, Link. Ich habe dich schon gesucht. Ich habe mich wegen deines Wolkenvogels umgehört. Und als ich mit Gross hier geredet habe, hat es sich selbst umfallen. Das habe ich allerdings auch schon gemerkt, Coco. Verzeih mir, Link. Ich wollte es dir schon früher sagen, aber dann hätte Bardo es ganz bestimmt herausgefunden. Anscheinend hat Bardo ihn ordentlich eingeschüchtert. Los! Spuck schon aus! Als ich vorhin den Speisesaal ein wenig aufgeräumt habe, kamen Bardo und die anderen beiden herein. Sie haben mich gar nicht beachtet und begannen einen Plan auszudenken, um deinen Wolkenvogel zu verstecken. Ich wollte mich wegschleichen, um dich zu warnen, aber da hat mich Bardo entdeckt. Wenn ich etwas verrate, würde ich nie wieder fliegen, hat er gesagt. Bardo hat also anscheinend den Plan, sich deinen Wolkenvogel zu schnappen und ihn beim Wasserfall zu verstecken. Hm, der Wasserfall. Gib mir doch mal kurz die Karte. Hier, bitteschön, Kuko. Das muss er sein. Da muss er sein, beim Wasserfall. Ich habe ihn mit X markiert. Das X markiert den Schatz. Genau da, da oben drauf. Wit? Nee. Nee. Da geht's im Wasserfall rein und dann ist der Vogel da irgendwo. Kuko, was erzählst du mir da für ein Mist?
Es geht ja so nett. Na gut, meinetwegen. Als grober Anhaltspunkt reicht's aus. Falls du vergessen hast, wo du bist, drück einfach die Karte, um deinen Weg zu finden. Wenn du dich verlaufen hast, drücke also einfach Plus. Es tut mir so leid, Link. Ich bin so ein Feigling. Es tut mir schrecklich leid. Ach, Grass, das ist schon okay. Ich weiß, du bist eigentlich ein guter Kerl. Und damit dieses Blinken aufhört, drücke ich halt Plus, damit das Spiel glücklich ist. So, gut. Aber um ein bisschen abzukürzen, gehe ich jetzt nicht zum Wasserfall, um da festzustellen, dass der Weg versperrt ist, sondern gehe direkt zum Schwertmeister und hol mir ein Schwert. Oh, Link, du kommst nun zum Üben, obwohl heute der Tag der Vogelreiterzeremonie ist. Das nenne ich mal Eifer. Die Übungsschwerter hier sind hier im Hinterzimmer, also hol dir einfach eins und komm danach zurück. Ich bin immer hier, wenn du Fragen zum Umgang mit dem Schwert hast. Alles klar. Na dann. Link, greif zu. Greif zu. Greif zu, Mann. Geht nicht. Na gut, dann nehmen wir halt diese Kiste. Na gut. Los, komm. Du hast das Übungsschwert erhalten. Dieses äußerst scharfe Schwert wird von den Schülern der Ritterschule beim Übungskampf verwendet. Cool, drücke 1, um dir anzusehen, welche Gegenstände du besitzt. Ja, das mache ich. Oh, na gut. 1. Also das Spiel ist schon leicht aufdringlich. Und, wie wir sehen, haben wir schon eine kleine Geldbörse, in der wir 300 Rubine tragen können. Das sind 201 Rubine mehr als in den Zelda-Spielen, mit denen ich angefangen habe. Obwohl, Moment. Wie viele Rubine kommen am Anfang nochmal bei Link's Awakening haben? Ich hab's gerade vergessen. Ich glaube, ich habe gerade Mist erzählt. Ich weiß ja auch nicht. Nee, bei Link's Awakening und bei den Season-Teilen war es wirklich so, dass man von Anfang an 999 Rubine sammeln konnte, glaube ich. Na egal. Auf jeden Fall 300 Rubine, yay! Schlitz! Okay, sehr gut, Link. Du weißt, mit dem Schwert umzugehen, das freut mich. Ich bin wirklich stolz auf dich. Wenn du möchtest, kannst du jetzt die Wirbelattacke üben. Ja, dann... Oh, klar. Wie ging die nochmal? Ich hab's irgendwie vergessen. Diese Antwort wollte ich hören. Um dich herum werden nur mehrere Stämme erscheinen. Bleib auf der Stelle stehen und führe die Wirbelattacke aus. Bewege hier für Wii-Verbindung und Nunchuck gleichzeitig Rucker zur Seite. Zeig mir, was du kannst. Alles klar, Meister. Ach ja, Und... Ha! Hervorragend! Ja, so muss es aussehen. Also gut, willst du zum Abschluss noch den Fangstoß ausprobieren? Alles klar, klar, mach ich. Ha, sehr gut. Der Fangstoß ist nur dann möglich, wenn der Gegner am Boden liegt. Drücke Z, um ihn anzuvisieren und bewege die Vielfaltbedingungen und das Landschaft gleichzeitig ruckartig nach vorne. Schlage diesen Stamm zu Boden und versuche dann den Fangstoß darauf anzuwenden. Schlitz! Hopp! Zack! Wow, wunderbar! Du kannst den Fangstoß auch dann einsetzen, wenn du den Gegner mit dem Schild oder einer Wirbelattacke zum Boden geworfen hast. Der Feind bleibt aber nicht für immer am Boden liegen, also lass dir nicht zu viel Zeit. Vergiss nicht, die Wii-Verbindung und das Nunchuck stets gleichzeitig ruckartig zu bewegen. Alles klar, Meister. Jo! Ja, gut, dann, ich habe jetzt sehr wenig Worte hier zu den Übungsstämmen, ausgesprochen. Aber ich meine, es ist ja schon recht deutlich zu sehen, wo man hier schlagen muss. Ach ja, dazu gilt auch mal zu sagen, The Legend of Zelda Skyward Sword benötigt eine Wii Motion Plus. Oder ein... Ja, also entweder das Modul oder halt, ja, Wii Motion Plus Integrated. Ansonsten ist das Spiel leider überhaupt nicht spielbar. Also, falls ich jetzt das Modul abziehen würde, dann würde direkt das Spiel sagen, nee, geht nicht. Ist ein bisschen schade, finde ich. Ich finde es
gerade leicht gruselig, dass sich das Teil bewegt. Aber na gut. Ja, komm. Okay, alles klar. Stich. Wehr dich. Nee, kann ich hier irgendwo das Schwert gegenschlagen, damit wir kämpfen können? Und das wäre schön. Duell gegen den Schwertmeister, das wäre toll. Das wäre geil. Höp! Nee, von oben. Und... Jo, sehr schön. Nee, wenn ich das jetzt wieder mache, dann... Ist das nicht der... Nein, ich will jetzt den Fangstoß machen. Nein, ich... Lass mich. Nein, keine Lust. So, aber das will ich jetzt nochmal machen. Höp! Ja. Das ist die Übungsfigur, an der man halt beides machen kann. Ja. Wollte ich nur mal darauf hinweisen. Was soll das werden, Link? Was denn? Das Übungsschwert bleibt gefälligst hier, mein Freund. Dazu einfach... Du kannst einfach mit dem Schwert davon schleichen. Ja, klar, dachte ich das. Aber ich brauche das Schwert, um in die Höhle vorzudringen, weil mein Wolkenvogel entführt wurde. Wie, du sagst, der Wolkenvogel sei verschwunden? Und du willst ihn nun suchen? Hm, ich verstehe. Eigentlich dürfen hier im Wolkenhort nur Ritter ein Schwert tragen, aber ich mache diesmal eine Ausnahme. Aber wehe, du stiftest damit Unruhe im Dorf. Wenn du nur noch üben willst, dann komm einfach hier und übe hier drin. Verstanden? Alles klar, Mann. Naja. Und hier kann man leider noch nichts machen, weil wir noch kein Schild haben. Aber ich denke, das mache ich dann auch noch mal kurz vor. Sobald wir einen haben. Phew! Wow. Mittlerweile schon der vierte Part so ganz nebenbei. Falls es euch noch nicht aufgefallen ist. Was denn jetzt schon wieder? Och, nein. Hallo, hallo, junger Mann. Komm doch mal rüber zu mir. Okay, was gibt's denn? Ich bin ein Schickerstein. Freut mich, deine Bekanntschaft zu machen. Lass mich direkt zur Sache kommen. Ich denke, du wirst hin und wieder nicht wissen, was du tun sollst, wie es weitergeht. Wenn du dir mal bei einem Rätsel vergeblich den Kopf zerbrichst und dir keine Lösung einfällt, komm zu mir. Im Moment habe ich nichts für dich, aber wenn du später wiederkommst, kann ich dir was Tolles zeigen. Alles Gute. Alles klar. So. Und ganz ehrlich, ich glaube, ich kann diese tiefen Stimmen nicht lange machen. Meine Kehle ist jetzt schon extrem kratzig. Sollten wir das nächste Mal was zu trinken zur Seite stellen. Naja, merke ich mir auch fürs nächste Mal vor. Naja, gut, dann laufen wir jetzt endlich mal zum Wasserfall. Das ist echt unglaublich. Wir sind jetzt schon... Oh, Abkürzung freischalten. Ja, da, nein, 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 nein. Das Link greift die Kiste. Und jetzt nach vorne. Also man kann wirklich sehr viel Zeit gerade hier im Intro verbringen. Ich finde das schön. Oh, da ist wieder die Katze. Und sie verfolgt uns. Oh, wie süß. Ja, später werden wir das nicht mehr sagen, aber... später. Ja. Ja. Naja, Dingenskirchen und so. Oh. Was ist das denn hier? Interessant. Sieh mir mal diese Statue an. Niemand weiß, wie lange sie hier schon steht. Schade, dass ein Auge fehlt. Dreht sie, um dir mal die Statue etwas näher anzusehen. Hm, stimmt. Ah, da ist ein Stein drin, da nicht. Hm, naja, schön. Merken wir uns mal vor. Für in 100 Parts. Na, nicht runterfallen, Link. Was wollte ich sagen? Und, ich will diesen Baum rammen. Ich will diesen... Danke, geht doch. Oh, den will ich auch rammen. Ganz nebenbei. Oh ja, yeah, schön. In jedem Baum sind 5 Rubine. What the f... Na okay, ich sag nix. Ja gut, dann... ja. Dann gehen wir jetzt endlich in die Höhle rein. Da hat gerade der Sound vom Vogel gefehlt. Normalerweise schreit der, glaube ich, nochmal. Ah, wie schön. So, und jetzt, wie wir gerade eben schon an den Bambus gesehen haben, oder was auch immer das für Teile sind, die hier wachsen, man kann Sachen auch mehrfach zerschlitzen. Also machen wir das einfach.
Okay, und durch mit uns. Ach, das ist schön. Und in einer Höhle. Leider können wir nicht einfach im Laufen uns bewegen. Schwerter schwingen. Leider können wir nicht im Laufen schlagen. So, das wollte ich sagen. So wie in einem anderen, gewissen anderen Zelda-Teil. Den wir eventuell später auch noch... Ach, Schleim, den habe ich ganz vergessen. Den wir eventuell später auch noch let's playen werden. Beziehungsweise ich let's playen werde. Ah ja. Wegstecken. So. So. Gut, dass ich weiß, dass hier oben die Truhe ist. Na komm. Ein roter Rubin. Was für ein Glück. Cool. Glibber. Toter Glibber. Yeah. Ich habe einen Käfer getötet. Und hier haben wir eine kleine Pikmin-Reference gesehen. Glaube ich zumindest. Zumindest sehen die Teile ziemlich stark wie Pikmin aus, wenn sie sterben. Also Käfer, meine ich damit. Oh nein, wie kommen wir hier nur hoch? Oh nein, ich schaffe es nicht. Oh nein, es ist zu schwer. Oh. Okay, Leute, ich glaube, das Let's Play endet an dieser Stelle. Wir kommen nicht diese Wand hoch. Es ist ein Gamebreaker. Das passiert halt einfach mal so. Das kommt nur in jeder fünften Ausgabe vor oder so. Naja, war ein Witz. Einfach hochsprinten. So. Und geschafft. So. Und Schlitz. Mann, da habe ich was gehört. Ja. Den Rubin nehme ich mit. Und da drüben hat die Fledermaus nichts fallen gelassen. So. Na gut. Grüner Rubin nehme ich auch mit. Fledermaus, komm mal her. Flattermaus, komm her. Ah, komm. Na, so. Ein Herz. Ist das alles? Das finde ich nicht so toll. Hoch mit dir, Link. Noch mehr Herzen? Braucht man doch nicht. Na gut, dann. Da, noch ein roter Rubin. Na gut, das war's dann eigentlich soweit hier an dieser Stelle, in diesem Mini-Dungeon. Naja, ich will es nicht wirklich als Dungeon bezeichnen, es ist wirklich nur eine Einführungshöhle mit Monstern. Ja. So, und ich wäre wirklich sehr erfreut, wenn ich eine Monsterkralle hier finden könnte von dem. So viel Glück hatte ich bisher noch nicht. Naja, leider nicht. Ich wusste, da war noch eine. Und schon wieder nichts. Ah, noch ein Zwacken und noch ein Zwacken. Sehr schön. Habe ich ja noch irgendwas? Irgendwo eine Fledermaus, Flattermaus. Hallo. Flattermaus, wo bist du? Die müsste irgendwo sein. Hallo? Flattermaus, Flattermaus, wo bist du? Ich sehe sie nicht, ich finde sie nicht, mir egal. Na gut, dann. Dann machen wir halt endlich weiter. Aber erst im nächsten Part. Also Leute, wir sehen uns dann, wenn es wieder heißt, Let's Play The Legend of Zelda Skyward Sword. Mit dem wahrscheinlich längsten Intro, was wir bisher so hatten. Ich meine, wir haben noch nicht mal unser Wolkenvogel, wir haben noch nichts vom Spiel gesehen und sind schon gleich im fünften Part. What the f... Nee. Okay. Ich sag nichts weiter. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao!